Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier in Shinobi's Playground zu Let's Play The Order 1886. Wir sind hier gerade in der Blackwall Werft und ja, sind hier in einem Gebäude eingeschlossen. Sollen wir raus? Der Flaschenzug könnte noch funktionieren. Und müssen jetzt den Weg rausfinden. Erstmal. Nah genug sein. Das mache ich. Sie gehen da rauf. Ja, ich bin gerade angeschossen und soll jetzt die körperlichen Tätigkeiten machen. Ich wurde nämlich eben durchlöchert mit Kugeln in der vorigen Folge. Ich muss mir noch ein Bild angucken. Gehen Sie da rauf. Vereintes Indian Company versucht auf dem neuen Kontinent Fuß zu fassen. Everything is on Shadow. Okay. Heißt das Shadow oder Schedule? Ich glaube Shadow. Ich denke, von hier erreiche ich dich. Ja, das denke ich auch. Ich habe es auch gemacht. Ich bediene die Kette. Allein ich bediene die Kette. Was kann man da groß bedienen? Schaffen. Safe Load, irgendwas. Punktons. Was auch immer. Und wie will die Frau jetzt hochkommen? Ich lasse ihn einfach mal alleine. Ach, wahrscheinlich gleich eine Tür hier aufmachen. Aber erstmal dürft ihr euch einen Tonband anhören. Yay! May 1884. Heute ist der 42. Tag unserer Reise durch den neuen Kontinent. Sir Stanley scheint die Reise beenden und in sein geliebtes Afrika zurückkehren zu wollen. Seit dem letzten Mal hat sich viel verändert. Die Wilden in diesem Land scheinen zahmer und besser erzogen zu sein als seinerzeit. Mit Wilde meine ich aber nicht die Ureinwohner dieses seltsamen Landes. Diese sind ein wunderbares Volk. Die Wilden, von denen ich spreche, sind die schießwütigen Irren in den Städten dieses großartigen Kontinents. Viele haben den alten Zeiten abgeschworen und fristen ein zivilisierteres Dasein. Wir sind unterwegs in den Staat Nevada. Eine Wüste, so weit das Auge sehen kann. Und unser Weg an die amerikanische Westküste. Meine Aufregung und Vorfreude sind kaum zu bremsen. Kalifornien ist nur 3 Tage entfernt. Ich bin ja so aufgeregt. Ja, das war von John Smith, Gehilfe von Henry Morton Stanley. Und das hat er eben selber gesagt. Hetz mich nicht. Eben hat sie noch gesagt, ich soll geduldig sein, ne? Und jetzt motzt es selber rum. Ich würde es wieder zumachen, wenn wir verfolgt werden, ne? Ja. Hier drüben. Ich zähle bis 3. 1, 2. Was? Alter Falter. Ich dachte, ich soll ihn abknallen und dann ist der Punkt plötzlich unten. So ein Käfer. Ich zähle bis 3. 1, 2. Achtung! Verriegelt die Tür! Lass sie nicht raus! Soll ich
kann mit der Waffe irgendwas treffen auf Entfernung. Oh, nicht so. Geht doch. Was ist denn hier? Ah. Nichts, das macht. Achso, doch, hier ist eine Deckung. Schießt die denn? Lade nach! Bin ich blind? Sag mal, wo kommst du denn her? Alles klar. Erste. Sag bloß, ich muss jetzt wieder runterlaufen. Super. Ja, warte halt auf mich. Ich rette dir den Po und du rennst vor mir weg. Hier rüber. Hier kommen wir durch. Ach so, einfach drauf zu. Okay. Ich dachte, ich muss irgendwas wegwerfen, wegschieben. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob das Lord Kanzler oder dieser Lucan ist oder so, wie der Bruder da hieß, von der Frau, von Izzy. Tesla. Also ich gehe davon aus, dass mit Wissenschaftler Tesla gemeint ist, aber... Okay, Hastings war ja eigentlich schon klar, dass der dazu gehört, dass sie wegen wollten ihn ja die ganze Zeit töten. Das war jetzt nicht so die Überraschung. Ich hatte jetzt mehr auf so eine Bombe gehofft. Also, Informationsbombe. Ich überrasche sie erneut. Die berühmte Kriegerkönigin, die gegen unsere Armee und Indien kämpfte. Unsere Generäle haben ihren Tod in Gwalior vermeldet. Ich will hier noch ein bisschen recherchieren. Also red immer weiter. Meine letzte Reise nach Ostindien ist schon eine Weile her. Da oben steht irgendwas eingeritzt, aber das kann ich leider nicht lesen. Oder eingraviert. From the King of India. Mehr gibt es hier leider auch nicht. Nur das Foto. Schade. Wo sind die Mädels jetzt hin?
sehe mir was an, aber ich glaube nicht, dass das Richtige ist. Das neueste Schiff in der Flotte der Kompanie. Oh, nice, wie die Fingerspitzen da so ein bisschen dreckig sind, weil er ja auch ein bisschen mit Dreck zu tun hat in letzter Zeit. Nettes Detail, finde ich. Fragt sich jetzt nur, wo die Königin ist, was ich mir jetzt ansehen soll. Ach, hier. Da. Die Lieferung wird verladen. Diese üble Fracht darf diesen Ort niemals verlassen. Beeilung. Lange zum Trockendock. Kidoki. Wieder was Tolles drin. Meisterknacker hier, Schlossknacker. Er sagt bloß, hier gibt's nichts. Doch, da. Ja, das heißt wohl, dass ich mich verdrückt habe und dass ihr jetzt wieder was hören dürft. Das müsste es sein. Ja, funktioniert der Apparat? Ja, gut, ich weiß, aber wir... Da reinsprechen. Okay, na gut. Wo ist meine Sprechstimme? Fuß. 13. Oktober 1886. Lagerinspektor 1047. Ausweisnummer S387J. Blackwall Werft. Abschließendes Inventar der Sekundärfracht. Luftschiff Agamemnon. Genau. Heckkennzeichen GFAXX. Flug nach Lakehurst, New Jersey, am 15. Oktober 1886. Alle Container sind aufgeführt. 425 Kisten, 396 markiert. Die Fracht ist meist intakt, versiegelt und weist keine Gebrauchsspuren auf. 16 Behälter wurden jedoch als beschädigt und unsicher für die Reise eingestuft. Auf zentralen Befehl hin werden Sie und die Ladung darin zerstört. Die Verteilung der Fracht nach der Ankunft und die weitere Beförderung der Güter unterliegen der Aufsicht eines hochrangigen Offiziers an Bord. Lagerinspektor 1047 bestätigt die Verifizierung der Frachtpapiere. Bereit für den Transport an Bord des Luftschiffs. Der Typ ist mir sympathisch, der hat genauso viel Namen. Name mit dem Problem. Ja, sehr schlau, Schnubbi. Genauso viele Probleme mit dem Namen des Luftschiffs, wie ich beim ersten Mal gehabt. Okay, aber jetzt nur für so ein Soundding sie ein extra Raum mit Schloss davor. Und dann nicht mal wirklich brisante Infos da drin. Naja. Devi, du musst gehen und die Fluchtwege bewachen. Rani, ich sollte bei dir bleiben. Es ist meine Pflicht, dich zu Devi beschützen. Das ist dein Befehl. Ja, ja, da hat sie den Chef rausgehängt. Raushängen lassen. Wie auch immer. Drüber. Ich lade nach. Hier rüber. Wir können durch das Schiff zum Hauptlager abgehen. Was hier gerade, ja? Ach, jetzt habe ich nicht erkundet, verdammt. Es war bestimmt irgendwas Tolles. Ich bediene die Kurve. Passen Sie auf und ich hebe die Plattform an. Piep, 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 piep.
da müssen wir wohl da lang. Oder mit ihr sprechen. Helfen Sie mir hoch. Ich schaue mal rein. Voll in den Scheiße getreten. Ihhh. Ich sehe einige Wachen. Wir müssen leise vorgehen. Bleibt alle wach. Wenn Sie die Rebellen entdecken, müssen wir sie aufhalten. Oh. So wirklich sicher sieht das aber nicht mehr aus. Sogar ganz abgefallen. Hochziehen! Schnell! Entdeckt! Was zum Eindringlinge! Hier! Bringt seine Lordschaft in Sicherheit! Mehr Wachen im Aufzug! Einer hat eine Fernzündung! Kompaniemann getroffen! Ich mach mit der Sniper, kriegt man den mit einem Schuss weg. Oh, fuck. Alter! Wie schnell die Dinger explodieren plötzlich. Jetzt lass mich doch diesen Scheiß trinken, danke. Wache getroffen! Hm? Verdammt! Ach, da unten sind auch noch welche. Ich dachte, sie sollten den Typen in Sicherheit bringen. Fuck. Verdammt. Oh, bleib doch mal stehen, du Vogel. Danke. Ja, das habe ich getan. Jetzt lieber wieder eine neue Waffe. Sniper bringt mir nichts, wenn sie keine Munition hat. Oh! Drücke R2, um Haftladung abzufeuern. Ist hier ein Scharfschütze? Ach, da. Jetzt habe ich die Infos schon wieder nicht, aua, mitbekommen. Alter. Egal. Umso besser kann ich die Infos von der Waffe lesen. Wie, jetzt von vorne. In Deckung wie Sau. Ach, dieses Hin- und Her-Gerenne. Kann man sie ja gar nicht treffen. Also ich zumindest nicht. Tatsache.
okay, die andere Waffe bekommen, aber... ist voll. Fuck, jetzt ist der Granatwerfer weg. Ich will Granatwerfer haben. Nicht rüber. Aua. Wo ist der Kack-Granatwerfer hin? Aua. Och, fuck, ey, da findet man nur eine vernünftige Waffe, eine tolle Waffe und dann gibt's ihm nach dem Tod nicht mehr. Jetzt so ein Sniper-Gewehr, ne? Na, schieß schon. Mach ich das halt. Das Deck ist sicher. Wir sollten weiter. Wo bist du denn und wo soll ich hin? Mädel. Ach, hier ist die Waffe jetzt. Er hat zwei Umhand aufzufeuern, die aus der Ferne gezündet werden können. Ich nehme diese Kugel. Sie die anderen. Drücke R1, um eine einzelne Ladung zu zünden, halte R1 und gedrückt, um alle Ladungen auf einmal zu zünden. Ach so. Ja, die Info war auch schon ganz wichtig. Oh, ich sehe gerade, Folge schon wieder vorbei. Bedanke mich fürs Zuschauen. Wie es da unten weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann und bye bye.